In Dravaner wird gefeiert. In den ersten beiden Bänden hat es Kira geschafft, einige Dinge zu erledigen, unter anderem die Dunklen zu besiegen. Die Festung ist gerettet. Alle verehren Kira als ihre Retterin. Was sie aber tun musste, um das Gleichgewicht der magischen Kräfte zu richten, das weiß man, wenn man die Bände 1 und 2 gelesen hat. Ich möchte da jetzt nicht spoilern, aber so viel möchte ich schon sagen. Es bleibt ihr nicht mehr viel Zeit, um einen Ausweg zu finden, bevor genau das passiert, was derjenige, der sie um Hilfe gebeten hat, gerne wünscht, was Kira aber auf keinen Fall zulassen kann. Was sie auf jeden Fall ebenfalls erreicht hat, ist das Amt der Mlyftertha, der Magierin der Weltenkraft, zur Gänze aufzunehmen. Und beide Steine sind jetzt aktiviert. Das zieht Kira natürlich noch weiter in die politischen Machenschaften der verschiedenen Länder hinein. Sie muss sich jetzt langsam mit den Höfen auch auseinandersetzen, mit den wachsenden Intrigen, die diese Höfe nun einmal so mit sich bringen, mit den Personen, die sie gerne für ihre eigenen Zwecke einspannen wollen und natürlich mit ihrem Vorgänger. Laodice Havrin dürfte den Lesern aus Band 1 und 2 durchaus bekannt sein. In Band 3 fordert dieser Mann einige Versprechen ein. Tja, was damit noch wird, werdet ihr erfahren. Das meiste, was ich vorlesen werde, ist aus dem Band Mlyss 1, also zwischendurch dem Dunkel 1. Das ist der erste Teil von Band 3. Danach im zweiten Teil von Band 3, also zwischen Licht und Dunkel 2 heißt der, wird es etwas schwieriger, Textstellen zu finden. Ich habe trotzdem zwei gefunden. Aber wie gesagt, es wird irgendwann arg schwierig, nicht zu spoilern. Und gerade hier in diesen beiden Bänden überschlagen sich die Ereignisse dann doch schon ganz gewaltig. Gut, wir beginnen dann gleich mit der ersten Lesestelle. Kira in der Festung Dravar. Es steht das Rika-Fest an, das Fest der längsten Nacht. Und bei diesem Rika-Fest ist es üblich, vorher eine Jagd abzuhalten, Wünsche an die Götter zu richten. Das beides ist in dieser Textstelle so ein bisschen, klingt so ein bisschen an. Viel Spaß! Kira, wie ich sehe, hat dich Aliard inzwischen aus seiner Obhut entlassen. Skjaldan, Kira fuhr heftig zusammen. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Verlegen grinsend ließ Skjaldan sich auf einen Stuhl fallen. Seine Stiefel hinterließen eine feuchte, schmutzige Spur auf dem Steinfußboden. Ich war draußen beim Bautrupp, erklärte er schulterzuckend, als er Kiras Blick bemerkte. Du wolltest noch zum Vogelmeister oder bist du? Er brach ab, als er das graue Unterkleid bemerkte, das auf Kiras Bett lag. Grau? Frag nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch ganz egal, aber Aliards Wahl war das sicher nicht, wette ich. Kira stöhnte. Wahrscheinlich waren gerade diverse Schneider sowie deren Lehrlinge damit beschäftigt, das Überkleid und den Umhang passend zu besticken. Nie hätte sie geahnt, dass die Wahl ihrer Kleiderfarbe solche Schwierigkeiten aufwerfen würde. Grau, das war ihr erst jetzt zu Bewusstsein gekommen, war eher eine Farbe des Volkes. Einfache, ungefärbte Wolle trugen die vornehmen Damen selbst in Dravar nicht. Somit war für Kira nur schwer, ein passend geschnittenes Kleid aufzutreiben gewesen, und das, was man letztendlich gefunden hatte, war zu schlicht für die Zeremonie. Sie stand auf. »Lass uns gehen, Skjaldan, ich denke, die Vögel bringen mich auf andere Gedanken, wenn sie jetzt noch nicht schlafen.« »Du würdest dich wundern, wie viel vom Geschäft eines Vogelmeisters in völliger Dunkelheit abläuft. Ich bin mir sicher, Herrn Ragnar wird dir einiges erklären und auch zeigen, falls es dich interessiert.« Kira ergriff ihren Umhang, den dicken gefütterten Überwurf sowie ein wollenes Tuch, das sie sich um den Kopf wickelte. Nach Einbruch der Dunkelheit sanken die Temperaturen in der dravanorischen Hochebene rapide ab, und sie hatte keine Lust auf Erfrierungen. Natürlich gab es hier nichts, mit dem sich die Temperatur messen ließ, aber es reichte, einmal erlebt zu haben, wie schnell das Wasser in einem Eimer gefror. Sie hätte dabei zusehen können, wie sich auf der Oberfläche eine feste Schicht bildete. »Wo genau müssen wir hin?« »Ein gutes Stück durch die Stadt, innere Ringmauer, beim Westtor«, erklärte Skjaldan. Dann brachen sie auf. Der Wind fuhr unter ihren Umhang, als sie die Mauern der inneren Festung hinter sich ließen. Am Tor hatten sich ihnen zwei Gardisten angeschlossen, die sich jetzt stoisch neben ihr hielten und trotz der Kälte aufmerksam die umliegenden Gassen absuchten. In den letzten Wochen hatten die Bautrupps der Garde die Straßen weitgehend von Trümmern freigeräumt, so dass man sie ungehindert passieren konnte.
Trotzdem sah man nur zu deutlich die Spuren der Angriffe. Ruinen, zerstörte Gebäude und Lücken, wo man bereits für andere Zwecke Steine abgetragen hatte. Halb zerstörte Mauern waren mit losem Geröll, Schnee und Schilfgras ausgewässert worden. Da lag etwas. Kira stockte unwillkürlich und sogleich richtete sich die Aufmerksamkeit beider Wachen auf eine unförmige, halb von Schnee bedeckte Erhebung neben einem Hauseingang. Als das Licht der Fackeln darauf fiel, atmete Kira erleichtert auf. Es waren nur Gesteinsbrocken, kein Toter, wie oft zu Zeiten der Angriffe. Skjaldan drückte leicht ihren Arm und nickte ihr zu, doch in seinen Augen lag ein harter Glanz. Innerhalb der ersten Ringmauer fanden die Wachen inzwischen morgens keine Toten mehr. Außerhalb sah das indessen anders aus. Dort waren die Verwüstungen schlimmer. Die Menschen besaßen oft lediglich die Kleidung, die sie am Leib trugen. Krankheiten stahlen sich in die provisorischen Unterkünfte und raubten ihnen die Kraft, zu den Suppenküchen oder zu einem Heilkundigen zu gehen. Kira hielt sich dicht neben dem Magier, der allein mit seiner massiven Statur den eisigen Wind brach. Er deutete die breite Straße hinunter, die zum Westtor führte. Dann steigerte er sein Tempo. Kira gab sich Mühe, mitzuhalten und trotzdem gleichmäßige Schritte zu machen. Noch fühlte sie keine Schmerzen in ihrem Bein, nur das gelegentliche Ziehen. Bald würde auch das vorbei sein, lediglich die silbrig-weißen Narben, die gesamte rechte Seite ihres Körpers bedeckten und am stärksten auf ihre Hand zutage traten, blieben als Erinnerung zurück. Zwar würden sie sich mit der Zeit ihrer Hautfarbe annähern, aber nie gänzlich verschwinden. Eine sanfte Berührung an der Schulter dirigierte sie durch ein Tor in einen weitgehend intakten Innenhof. Aus dem seitlich an der Mauer gelegenen Schuppen hörte Kira Stimmen. Sehen konnte sie allerdings nichts, denn Fenster wie Türen waren gegen die Kälte verhängt oder mit Brettern vernagelt. Skjaldan steuerte zielsicher auf das Haupthaus zu und klopfte an die Tür. Serran Ragnar saß mit seiner Frau bei einem einfachen Abendessen. Trotzdem wurden sie sofort eingelassen. Ragnars Frau Skelde überschlug sich fast vor Begeisterung, als ihr klar wurde, wer ihre Besucher waren. Es kostete die beiden einige Mühe, sie davon abzuhalten, sogleich die Tafel abzubrechen und sie zu den Vögeln zu führen. Als Ragnar sie schließlich in den Anbau geleitete, begannen die Verbleibenden damit, Glöckchen an Stoffstreifen zu knoten, um sie am nächsten Tag beim Rika-Fest parat zu haben. Die Vögel saßen, voneinander getrennt, in einzelnen Abteilen eines großen gemauerten Raums, dessen eine Wand jedoch etwa auf Hüfthöhe endete. Zuerst dachte Kira an einen Schaden, der bei einem der Angriffe entstanden war, dann allerdings sah sie die schlanken Säulen und die engmaschigen Netze, mit denen die Volieren nach außen und oben hin bespannt waren. Der Boden der Abteile war mit Stroh bedeckt. Dies fand sich auch in besonders geschützten Nischen, die man in die Wand eingelassen hatte. Die Vögel selbst gaben keinen Laut von sich, doch alle verfolgten jede Bewegung der Besucher mit ihren Augen. Als ein riesiger Adler die Flügel ausbreitete und sie träge einmal auf- und abschlug, stockte Schnee über den Boden. »Ihr wünscht, morgen einen Vogel zu führen, Maelskjaldan?« Der Vogelmeister verneigte sich leicht und Kira sah, wie der Magier kurz die Lippen zusammenpresste. Die Anrede Mael hatte ihn schmerzhaft an seine nicht mehr bestehende Zugehörigkeit zu Kuo erinnert. »Ihr ebenfalls, Mliss?« Erneut verneigte sich Ragnar diesmal vor ihr. »Nein, danke. Dafür fehlt mir, fürchte ich, die Erfahrung, obwohl ich gern mehr darüber wüsste.« »Ihr seid jederzeit willkommen, Mliss. Mein Haus steht euch offen und meine Kenntnisse sind eure, sofern ihr sie benötigt.« Dann wandte er sich Skjaldan zu. »Ihr habt schon früher die Beize betrieben, Mael?« »Nicht Mael, Skjaldan genügt.« Kira schloss die Augen, als ihr Begleiter bei diesen Worten kurz den Blick senkte. »Ihr habt jedoch recht,« fuhr Skjaldan fort. »Ich habe bereits mit Adlern und Falken gejagt. Einmal hatte ich auch das Vergnügen mit einer eurer Damen, Serran Ragnar. Brunka, falls mich meine Erinnerung nicht trügt. Ein hervorragendes Tier.« Der Vogelmeister lächelte. »Sie fliegt wieder frei.« Flaug wäre vielleicht etwas für euch. Ihr Temperament ist nicht immer angenehm, aber sie hat einen sicheren Flug und wird euch keine Schande machen. Er deutete auf ein großes Tier, das nahezu reglos auf einer Sitzstange saß. Als Skjaldan sich seiner Voliere näherte, ließ das Adlerweibchen ein Zischen hören. »Wartet, ich gebe euch einen Armschutz, dann könnt ihr sie näher kennenlernen.« Kira blickte von Skjaldan zu Flaug und wieder zurück. »Bist du sicher, dass du nur einen Armschutz brauchst?« Skjaldan grinste. »Sie dürfte hungrig sein, und ich nehme an, dass Ragnar mir ein wenig Fleisch mitbringt.« Die Vermutung erwies sich als richtig. Während der Magier den Schutz anlegte, wiederholte der Vogelmeister die Kommandos, mit denen er den Adler abgerichtet hatte. Zu Kiras Überraschung schienen sie hauptsächlich aus Gesten zu bestehen. Sie war fasziniert. »Zieht ihr die Vögel selbst auf, Serran Ragnar?« Der Vogelmeister schüttelte den Kopf. »Das überlassen wir ihren Eltern. So kann man sie beim Flug und bei der Jagd beobachten und sehen, ob sie gut sind. Wir fangen sie, wenn sie etwa 3 Jahre alt sind. Meist braucht es ein halbes Jahr, um sie abzutragen. Ein paar Jahre fliegen sie für uns, danach geben wir sie den Bergen zurück.«
Er reichte Kira einen Handschuh und bedeutete ihr, ihn über die linke Hand zu ziehen. Dann führte er sie zu einer Voliere am Rand des Raums. Ein hübscher Vogel mit heller, zartgrau gestreifter Brust beäugte sie aufmerksam und trippelte ein wenig auf der Sitzstange in ihre Richtung. Das Rückengefieder sah im schwachen Licht einheitlich grau aus. Das Tier hatte in etwa die Größe einer Taube. »Ist das ein Falke?« »Ein Sperberweibchen. Sie heißt Driva. Wenn ihr wollt, dass sie anfliegt, hebt die Hand, Liz. Das Fleisch haltet ihr am besten schon parat. So, berührt sie mit der ungeschützten Hand nur, während sie frisst. Sie kennt euch noch nicht.« Ein bisschen mulmig war Kira schon zumute, als sie mit Ragnar die Voliere betrat. Kaum hatte sie die Hand gehoben, da schlug der Vogel bereits mit den Flügeln und hob ab. Die Klauen gruben sich mit erstaunlicher Kraft in den Handschuh, als er landete. Rasch hielt Kira dem Tier ein Stück Fleisch hin, das Driva ihr gierig aus den Fingern zog. Unsicher sah sie zu Ragnar hinüber. Der schüttelte verhalten den Kopf und deutete auf den Vogel. »Solange ihr das Tier auf der Hand haltet, richtet eure Aufmerksamkeit auf dieses.« Kira nickte und reichte dem Sperber ein weiteres Fleischstück. Vorsichtig berührte sie dabei die Federn an seiner Seite. Irritiert druckte das Tier mit dem Kopf, fraß jedoch weiter. »Streichelt sie an der Brust, Liz. Das mag sie.« Kira versuchte es mit dem nächsten Fleischstreifen. Diesmal hielt der Vogel still. Ragnar zeigte ihr, wie sie Driva zurück auf die Sitzstange bringen konnte. Dann verließ er mit ihr die Voliere. Auch Skjaldan stand wieder in dem kleinen Vorraum und nahm sich den Armschutz ab. »Flauk ist in der Tat ein schönes Tier.« Er lächelte breit und schüttelte Ragnar die Hand. »Es wird mir eine Ehre sein, sie morgen tragen zu dürfen.« Mit einem anerkennenden Nicken reichte er den Schutz zurück. Ragnar verneigte sich. Seine Freude war ihm deutlich anzusehen. Kira lächelte ihm zu. »Ihr habt wundervolle Vögel, Herrn Ragnar. Ich danke euch für die Erfahrung, Driva einmal zu halten. Es war mein erstes Mal.« »Das muss es nicht bleiben.« Der Vogelmeister strahlte sie an. »Kommt, wann immer es euch beliebt, und ich zeige euch, wie sie jagt. Sie ist mein eigener Vogel. In 2 Jahren werde ich sie freilassen. Bis dahin jedoch wird sie mir noch viele Tauben und Wachteln bringen.« Im Wohnraum lagen bereits einige Stoffstreifen mit Knoten und Glöckchen versehen in einem Korb. Skjaldan stieß Kira leicht in die Seite. »Spuck drauf, falls du jemand eine Freude machen möchtest«, flüsterte er ihr zu. »Wie bitte?« Sie musste sich verhört haben. Von diesem Brauch hatte Aliard ihr nichts gesagt. Sie spürte, wie Skjaldan ihre Gedanken berührte. »Spucke in den Korb mit den Bändern, Kira, das bringt Glück.« »Im Ernst? Du unterstützt damit die Wünsche und Bitten. Da du nun einmal die Mlyth-Dertha bist, glauben alle, dass deine Unterstützung besonders mächtig ist.« Kira sammelte Spucke in ihrem Mund. »Wenn es jemanden glücklich macht?« Hoffentlich traf sie den Korb. Vorsichtshalber trat sie noch einen Schritt näher heran, bevor sie ausspuckte. Die Reaktion der Kinder nahm ihr jeden Zweifel, das Richtige getan zu haben. Vor Freude hüpften sie auf und ab. Das Mädchen flitzte in den Nebenraum und kam mit einem kleinen Glöckchen zurück, das sie Kira reichte. »Es ist mit unseren Adlern geflogen«, sagte es voller Stolz. »Es war im Himmel und auf der Erde.« Kira nahm das Glöckchen und bedankte sich, was dem Kind ein verschämtes Kichern entlockte. Mit hochrotem Kopf blickte das Mädchen zu ihr auf, als sie ihm beide Hände zum Abschied reichte. »Was hat es mit dem Glöckchen auf sich?«, fragte sie Skjaldan leise, als sie kurz darauf, gefolgt von den Gardisten, die Straße zur Festung entlang gingen. Er sah sie überrascht an. »Ich dachte, Aliard hat es dir erklärt. Du knotest deine Wünsche und Bitten an die Götter in der längsten Nacht des Jahres in ein Band und hängst es in den Wind. Die Glöckchen machen sie auf deine Bitten aufmerksam.« »Das weiß ich, aber was ist das Besondere an diesem hier?« »Es war im Himmel und auf der Erde.« Skjaldan sah sie verständnislos an, als sei diese Aussage Erklärung genug. Auch diese zweite Textstelle hat etwas damit zu tun, dass Kira immer weiter in den Bann der Höfe und auch des Hoflebens gezogen wird. In diesem Falle erwischt Skjaldan Kira gerade bei etwas, was sie übt, um bei einem Fest nicht allzu unangenehm aufzufallen. Ihr werdet hören, worum es hier geht. Kael ist zurück, er ist bei Aliard und... »Was bei den Göttern tust du da?« Maßlose Verblüffung lag auf Skjaldans Zügen. Kira hatte sich vollkommen auf die Schrittfolge konzentriert und Skjaldans Eintreten gar nicht bemerkt. Wie viel hatte er gesehen? Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg.
Mach das nochmal, forderte er sie jetzt belustigt auf. Ganz bestimmt nicht. Gut, in dem Fall muss ich ohne Hilfe raten. Die Erheiterung in seiner Stimme war nicht zu überhören. Langsamer Rundtanz? Ich meine, sehr langsamer Rundtanz? Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn die Armbewegungen fehlen. Ich will dich mal beim Tanzen sehen. Stjallan kicherte. Ach, wirklich? Kannst du überhaupt tanzen? Ein Funkeln, das Kira nicht recht einzuordnen wusste, trat in die Augen des Magiers. Wart's ab. Er ging zur Tür und bat den Gardisten, der davor stand, Aki zu holen. Dann huschte ein kurzer Ausdruck der Konzentration über sein Gesicht. Wen kontaktierst du? Elmarin natürlich, oder willst du aufspielen? Ich könnte versuchen, die Melodie zu pfeifen, aber das macht es ungleich komplizierter. Du meinst das ernst? Selbstverständlich. Wer hat dir die Schritte gezeigt? Aliard? Als er ihn nicken bemerkte, bedeckte Skjall dann sein Gesicht mit den Händen und seufzte. Bei den Göttern, nichts gegen Aliard, doch ein Stock tanzt ähnlich lebhaft wie er. Aki erschien als erster. Er verneigte sich leicht vor Kira und sah zu Skjall dann hinüber. Du hast mich rufen lassen? Ja, ich brauche einen Tanzpartner. Aki entfuhr ein kurzer Fluch. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh doch, Elmarin müsste gleich hier sein. Wenn du annimmst, ich hätte nichts anderes zu tun, täuschst du dich gewaltig. Skjaldan, es ist nicht so wichtig. Ich glaube dir, dass du tanzen kannst, versuchte Kira, einen Streit zwischen den beiden abzuwenden. Aliard wird das schon hinbekommen. Es ist doch noch reichlich Zeit bis zum Frühlingsfest. Höre ich richtig? Aki stieß Skjaldan seinen Finger in die Brust. Du hast mich kommen lassen, damit ich mit dir höfische Tänze vorführe. Welchen Part soll ich dabei übernehmen? Die Dame? Jetzt wirkte der Soldat tatsächlich wütend. Vollkommen unbeeindruckt pustete Skjaldan los. Erst als Aki begann, ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden zu tippen, wandte er sich ihm erneut zu. Nein, ich dachte eher an Moldens Tritt oder Haldans Moe. Kira fand die Schrittfolge des langsamen Rundtanzes ein wenig schwierig. Akis Miene veränderte sich schlagartig. Ah, und als guter Mentor hast du vor, ihr nun einen ganz besonderen Unterricht zukommen zu lassen? Der Zorn in seiner Stimme war verschwunden. Vortrefflich erkannt, bestätigte Skjaldan dann augenzwinkernd. Ansonsten hätte ich auch einen der Männer vor der Tür nehmen können. Aki schnaubte und begann, die Schnallen an seinem Lederharnisch zu lösen, als Elmarin eintrat. »Ihr wünscht Musik?« Sein Blick ging ein wenig skeptisch zwischen den dreien hin und her. »Ich habe den Fehler begangen, in Frage zu stellen, dass Kjallan tanzen kann.« Der Barde lachte leise auf. »Ein schwerer Fehler.« Er wandte sich an Aki, der inzwischen neben dem Magier stand. »Was wollt ihr? Ein ins Grab?« »Zum Aufwärmen.« »Dann brauche ich ein zweites Messer.« Kjallan sah sich suchend im Raum um. »Tanzt ihr, oder wird das ein Kampf?« Kira wich vorsichtshalber zurück, als Elmarin einen Dolch aus seinem Gürtel zog und ihn Skjaldan reichte. Aki hielt bereits zwei Klingen in seinen Händen. Falls ich kämpfen wollten, Liz, würde ich das vorher nicht ankündigen, schon gar nicht bei einem Magier. Skjaldan erhielt sich jeglichen Kommentars und stellte sich Aki genau gegenüber. Kurz berührten sich die Klingen, dann traten beide einen halben Schritt zurück. Elmarin löste die Flöte von seinem Gürtel. Die Töne klangen getragen, fast melancholisch. Skjaldan hob die Arme, während Aki seine senkte. Sie verführten eine halbe Drehung, kamen wieder aufeinander zu. Plötzlich beschleunigte der Rhythmus zu einem irrwitzigen Tempo. Im ersten Moment sah Kira nur ein Durcheinander von Armen und Beinen. Seltsamerweise erklang das helle Geräusch von Metall auf Metall immer genau dann, wenn die Flöte für einen Ton aussetzte. Es dauerte eine Zeit lang, bis die Bewegungen für sie klarer erkennbar wurden. Skjaldan und Aki bewegten sich durch eine komplizierte Abfolge exakt aufeinander abgestimmter Sprünge und Gesten. Erst als der Tanz endete, bemerkte Kira, dass ihr der Mund offen stand. »Ich sehe, ihr lasst euch die Zeit nicht lang werden«, ertönte in diesem Augenblick Kaels Stimme von der Tür her. »Komm rein und mach mit. Elmarin spielt uns sicher auch die Rondelle.« Skjaldan winkte seinem Freund zu, während der Barde lächelnd nickte. »Ich weiß nicht, ob gerade jetzt Zeit dafür ist«, Kael sah über die Schulter zu Aliard, der hinter ihm im Durchgang erschien. Zu Kiras Überraschung lächelte der Magier. »Lasst euch von mir nicht abhalten, ich habe erst heute Morgen mit dem Liz über Tänze gesprochen.« »Muss ich sowas bis zum Frühlingsfest lernen?« Ein Anflug von Entsetzen huschte über Kiras Züge. »Selbstverständlich nicht«, beschwichtigte sie Aliard. Kael jedoch sah sie mit jenem herausfordernden Blick an, den Kira nur zu gut von ihm kannte. »Mael, wenn ihr versucht, mir diesen Tanz beizubringen, fehlt mir am Ende des Tages ein Arm.« »Man übt es, indem man anstelle der Waffen die Hände aneinander schlägt.« Kael strich sich gedankenverloren mit der Rechten über sein Kinn. »Ihr würdet schneller werden, koordinierter. Solche Übungen helfen in der Magie und das ist dringend nötig.« »Also bekomme ich jetzt Tanzstunden von euch, Mael, Kael?« »Ich denke darüber nach. Es ist unstrittig an der Zeit, dass ihr zusätzlich zu eurem Geist auch den Körper trainiert. Die Verletzung ist weitgehend ausgeheilt«, erwiderte der Magier vollkommen ernst. »Ich würde lieber lernen, das zu spielen«, seufzte Kira. Elmarin nickte ihr zu. »Ich unterrichte dich gern. Es wird dir helfen zu tanzen, wenn du mit den Melodien vertraut bist, auch bei Tänzen, die du für das Frühlingsfest benötigst.«
Die Melodie, die Elmarie nun spielte, war bedeutend langsamer. Kyle lächelte und trat auf sie zu. Dann reichte er ihr die Hände. Drei Schritt seitlich nach rechts, schau mich an, hinten kreuzen. Konnte hier jeder tanzen? Kyle war nun wirklich der Letzte, dem sie das zugetraut hatte. Die Schrittfolge schien nicht allzu schwer. Drei Schritt rechts kreuzen, drei Schritt links kreuzen, sie begann sich zu entspannen. Jetzt dreimal nach links kreuzen und drehen. Drehen? Kyle ließ ihre Hände los und drehte sich einmal um sich selbst. Du auch, wies er sie an und ergriff erneut ihre Hände. Nun dasselbe in die andere Richtung. Es kamen noch einige Figuren und Schrittfolgen dazu. Danach erhöhte Elmarin das Tempo, bis Kira sich nach einer Drehung lachend auf einen Stuhl fallen ließ, die Hände hob und es reicht, keuchte. Tja, tanzen. Ist nicht das, was man unbedingt erwartet in diesem Buch, aber auch das kann passieren, ja. Diese recht kurze Textstelle weist darauf hin, dass in Band 3 noch einmal ein Charakter sehr wichtig wird, den Leser aus Band 2 kennen werden, nämlich Rugandari, wie man so schön über ihn sagt, die Augen und Ohren des andorranischen Königshauses. Der wird auf die Festung Dravar geschickt, als Diener des andorranischen Botschafters Pagon de Lorana, und genau mit dem unterhält er sich jetzt auch. Und zwar natürlich über was auch immer, über die Vorgänge auf der Festung. Ja. Pagon ging im Zimmer auf und ab. Rugan lehnte sich an den Türrahmen und räusperte sich. Erschrocken fuhr der Botschafter herum. »Musst du immer so schleichen? Wo warst du den ganzen Tag?« Rugan hob die Brauen. Er hatte sich wenig Mühe gegeben, leise zu sein. Pagon war schlicht unaufmerksam. »Ich war am Tor. Wenigstens erfolgreich. Hier in der Festung scheint niemand von einem Treffen zu wissen. Zumindest sagt keiner etwas dazu.« Daher die schlechte Laune des Botschafters. Angehörige des Hauses Lorana waren generell nicht bekannt für ihre übergroße Geduld. Nun, vielleicht gelang es ihm, Pagon ein wenig aufzuheitern. Was Kiras Wachen anging, hatte er zwar keinen Erfolg erzielt, jedoch war der Besuch am Tor aufschlussreich gewesen. Um was für ein Treffen es hier geht, das werde ich euch nicht verraten, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Zumindest dann, wenn ihr gleichzeitig von mir erwartet, euch für die kommenden Bände nicht zu spoilern. Ja, Rugandari möchte zu diesem Treffen unbedingt, er hat nur ein Problem, er ist nicht eingeladen. Er kann zusätzlich davon ausgehen, dass alle, die an diesem Treffen teilnehmen, gerade Rugandaris Teilnahme verhindern wollen. Das heißt, er muss sich wirklich etwas einfallen lassen, um dort erscheinen zu können. Aber er wäre nicht Rugandari, wenn er da nicht einige Ideen hätte, wie man auf einem Treffen erscheinen kann, auf dem man nicht eingeladen ist. Was Kiras Wachen anging, hatte er zwar keinen Erfolg erzielt, jedoch war der Besuch am Tor aufschlussreich gewesen. »Es wird nicht leicht. Haben wir Ungeziefer im Zimmer?« »Wie bitte?« Rugan schmunzelte, als er Pagons entsetztes Gesicht sah. »Ich spreche von Mäusen. Viel kleiner sollte es nicht sein. Eine Ratte wäre auch gut.« Pagon schüttelte den Kopf und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Was soll denn das nun wieder?« »Der Weltenwächter hält Hunde.« »Und du möchtest ihnen ein Geschenk anbieten? Sahen die unterernährt aus?« »Im Gegenteil, es sind schöne, aufmerksame Tiere und sie hören aufs Wort. Ich werde ein bisschen Futter reichen müssen, um ans Ziel zu kommen.« »Mäuse? Erklär's mir einfach. Ich habe keine Lust, dir alles aus der Nase zu ziehen.« Rugan lächelte. »Das Haus des Wächters besitzt einen Stall. Ich habe mein Pferd untergestellt und ein wenig Heu vom Boden heruntergeworfen. Es war nicht mehr viel Vorrat unten und ich zeige mich gern für Gastfreundschaft erkenntlich.« Pagon schnaubte belustigt. »Was wolltest du da oben schauen, ob du ins Haus kommst?« »Genau. Vom Heuboden aus kommt man auf den Dachboden. Darunter liegen drei Zimmer. Manchmal übernachten Menschen am Tor. Edwig Chalice, so heißt der Wächter, schläft auch auf diesem Stockwerk. Wenn er Besucher empfängt, schickt er die Hunde da hinauf. Da ich dort ebenfalls sein möchte, sollte ich sie überreden, mich nicht zu bemerken. Am besten wäre es, sie schlafen.« »Willst du da nicht lieber präpariertes Fleisch nehmen?« Pagon wirkte skeptisch. Er hatte es noch nicht begriffen. »Ich brauche die Maus, um sie anzulocken. So ein Tierchen macht Geräusche, besonders in einem Kästchen mit ein paar Erbsen.« »Ich dachte, du wolltest die Viecher eher von dir fernhalten.« »Genau. Ich möchte den beiden am Tag des Treffens sicher nicht begegnen. Daher unser Lockvogel. Die Maus wird die Hunde mit ihren Geräuschen anlocken, und sobald sie das Fleisch gefressen haben, was ich ihnen auslegen werde, warte ich, bis sie schlafen und kann ungestört zuhören.« »Jetzt sag mir bitte, weshalb du ihnen das Zeug nicht einfach zuwirfst.« »Weil sie dann bellen.« Pagon bedachte ihn mit einem Blick, der eine Mischung aus Faszination und Abscheu ausdrückte. »Solange du nicht vorhast, mich mitzunehmen.« Rugan lachte auf. »Ich nehme an, du wirst das, was ich dir gerade gesagt habe, ohnehin lieber vergessen.
Dieser Plan ist nicht unfehlbar. Sollte Edwig Chalice seine Schätzchen darauf trainiert haben, nur von ihm selbst Futter anzunehmen, funktioniert es nicht. Auch nicht, wenn Edwig sich während des Gesprächs oben aufhält oder die Wachen vor dem Treffen das Haus durchsuchen. Was diesen Arki Hollegor betrifft, traue ich ihm das zu. Das heißt, sie können dich erwischen? Ja. Eine Entdeckung war immer möglich. Es gab Pech, es gab unglückliche Zufälle. Trotzdem störte es ihn, dass er sich zusätzlich zu seiner Planung diesmal auf Glück verlassen sollte. Ja, das stört Rogandari, der sonst sehr genau plant, ganz sicher. Aber ob er das Glück hat, dieses Treffen anzuhören, das lasse ich offen. Was ich euch aber verraten möchte zu dieser Textstelle ist Folgendes. Normalerweise ist es bei einem Autor ja so, der sitzt allein in seinem kleinen Kämmerchen, möchte möglichst wenig gestört werden, kriegt schon das Fluchen, wenn da wieder jemand anruft und sei es nur, um zu fragen, ob man irgendwann auch mal wieder Zeit hat, mit anderen Menschen was zu unternehmen. Aber manchmal braucht man für Szenen auch Hilfe von außen. Und das war in dieser Szene der Fall. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Hunden. Und ich hätte natürlich überhaupt keine Ahnung, wie Hunde auf was jetzt so reagieren. Also habe ich mich für diese Szene mit Leuten zusammengesetzt, die nicht nur Ahnung von Hunden haben, sondern durchaus auch Ahnung von der Hundeausbildung und mir auch gesagt haben, wie Hunde, die daran gewöhnt sind, Häuser oder Ähnliches zu bewachen, auf Eindringlinge reagieren. Und auch, dass sie, selbst wenn man ihnen jetzt Fleisch zuwerfen würde, erstmal bellen, bevor sie das fressen, wenn sie es denn überhaupt fressen. Und in diesem Falle ist also auch diese Sache mit dem Maus zum Anlocken eine ganz spannende Angelegenheit, die ich dann mit jemandem lange diskutiert habe, wie es denn überhaupt in irgendeiner Weise möglich wäre, einen ganz guten Wachhund dazu zu bekommen, etwas zu fressen, was nicht der Besitzer vorgelegt hat. Und in diesem Falle haben wir eine Lösung gefunden. Die könnt ihr dann im Buch auch nachlesen. Aber wenn ich diese Szene vorlesen würde, würde das wieder viel zu sehr spoilern. Tut mir leid, ich sag ja das. Dieser Textstelle wird deutlich, dass es verschiedene Organisationen gibt, die die momentane Situation mit Kira als neuer Bliss der Afar gerne ausnutzen möchten, um möglichst ihre eigenen Ziele durchzusetzen. In diesem Falle ist es eine Organisation, also um die es in dieser Textstelle geht, die lieber Laundai Savin, also Kiras Vorgänger, auf Kiras jetzigen Posten sehen möchte. Und um seine Ziele zu erreichen, ist es möglicherweise auch schon einmal möglich, Personen unter Druck zu setzen, wenn man denn Ansatzpunkte hat. In diesem Fall erwischt es Shaddar, der das Problem hat, nachdem er gegen den ausdrücklichen Befehl des Kadid, also des Herrschers des Landes, Kira geholfen hat, nach Kur zu gelangen, natürlich jetzt dort in einigen Problemen steckt. Theoretisch könnte man ihn des Hochverrates anklagen, das ist also nicht so ganz so einfach, das wird in Aldris mit dem Tod bestraft. Und darüber ist er natürlich bis zu einem gewissen Grad erpressbar. Davon handelt diese Textstelle. Zeitlose Eleganz, das waren die Worte, die Shaddars Eindruck von Sharki Akifs Anwesen am besten beschrieben. Der Scharke hätte ihm einen Transport in die Räume ermöglicht, die er geschätzten Gästen zur Verfügung stellte. Seinen Magier, ein zurückhaltender Mann in schlichten dunkelblauen Roben, der sich beinahe direkt nach Shaddars Eintreffen verabschiedet hatte und durch eine Seitentür verschwunden war, kannte Shaddar nicht. Der zurückbleibende Diener hatte ihm Wasser gereicht und sich erboten, ihn in die Empfangsräume des Sharkis, wo er bereits erwartet wurde, zu begleiten. Shaddar war von dem, was er sah, beeindruckt. Dass Akif die Schönheit liebte, wusste ganz Aldris. Nur war der Sharki weit davon entfernt, seine Gärten oder die Gebäude darin mit Zierat zu überladen, wie es Rafes Bestreben gewesen wäre. Shaddar hatte einmal dessen Empfangsraum gesehen, um ihn danach nie wieder zu betreten. Es tat in den Augen weh, durchaus erlesene Dinge dermaßen übereinander gestapelt sehen zu müssen. Hier war es anders. Akif gab der Schönheit den Raum, den sie benötigte. Der Diener öffnete eine hohe Tür und Shaddar sah die Bestätigung seiner Gedanken vor sich. Der Raum wirkte im ersten Moment schlicht und hell. Dann wurde der Blick auf das Mosaik an der Stirnseite gelenkt, eine prachtvolle Arbeit in Blau- und Goldtönen. Die verwendeten Steine waren teils poliert, teils matt oder sogar geschliffen, was dem Ganzen eine gewisse Lebendigkeit verlieh. Die Farben wurden durch den gesamten Raum reflektiert, obwohl das Mosaik selbst keine allzu große Fläche einnahm. Ungebeten kamen ihm die Worte eines Dichters in den Sinn. Auf spiegelglattem See,
Eine Schahi-Blüte öffnet sich. Erlesenen Schmuck sah ich nie. Ich freue mich stets, wenn jemand Schönes zu schätzen weiß. Shada hatte Akif nicht bemerkt, so versunken war er in den Anblick vor sich gewesen. Er verneigte sich rasch, doch der Schaki lächelte. Folgt mir. Er ging auf eine kleine, unscheinbare Seitentür zu, die ein Diener für ihn öffnete. Shada erblickte holzgetäfelte Wände ohne jeden Schmuck. Das war auch nicht nötig, denn das Holz selbst war hier die Besonderheit. Es verströmte einen zarten Duft, der an Zitronen erinnerte, und verwandelte das Licht, das durch zwei hohe Bogenfenster hineinfiel, in ein seidiges Schimmern. Akif nickte dem Mann an der Tür zu. Bring uns etwas Obst und dann lass uns allein. Er ging zu einigen hellen Sitzkissen, die um ein niedriges Tischchen gruppiert waren, bot Shada einen Platz an und setzte sich anschließend ebenfalls. Man sagt, ihr wisst Näheres über die Ideen und Pläne unserer neuen Blisterfa und habt sie bereits in Dravanur aufgesucht. Der Diener kam mit den Früchten und einer Karaffe mit Wasser zurück. Akif wartete, bis sie alleine waren, ehe er fortfuhr. Ich hatte gehofft, ihr könntet die werte Dame dazu überreden, nach Aldris zurückzukehren. Sie wäre hier bedeutend sicherer. Sie wird kommen, Nahin Shaki, nur nicht sofort. Wie schade, es ist ein großer Wunsch des Khalid, sie zu empfangen. Das wird sie ihm doch nicht abschlagen. Selbstverständlich nicht. Akif lächelte und Shadar fragte sich, ob der Shaki wusste, dass Kira sich wahrscheinlich lieber ein zweites Mal durch Aldris hetzen ließe, als vor dem Khalid zu erscheinen. Trotzdem wird sie nicht um diesen Besuch herumkommen. Es freut mich, das zu hören. Es gingen Gerüchte, sie habe vor, in Kohl zu bleiben. Schließlich hat sie Freunde in dieser Schule. Nicht halb so viele wie in Katron, hoffentlich zumindest. Shadar neigte den Kopf. Das ist richtig. Sie steht Kohl freundschaftlich gegenüber, ebenso Dravanos Königshaus. Dass sie aller Voraussicht nach ausnutzt. Hat man ihr bereits Hilfe zugesagt, ihr Truppen zur Verfügung gestellt? Shadar projizierte ein Bild der zerstörten Festungsanlage in den Raum, das er in Kiras Bewusstsein gesehen hatte. Man ist in Dravar noch weitgehend mit dem Aufbau beschäftigt. Die Ansicht verfehlte ihre Wirkung nicht. Ich weiß nicht, wie es vorher dort aussah, doch ich denke, dass solcher Verfall auch in den rückständigeren Reichen nicht üblich ist. Akifs ironische Bemerkung versteckte seinen Schrecken nur schlecht. Ich bin der Mist dankbar, dass sie die Dunklen vernichtet hat, bevor sie Aldris erreichen konnten. Shadar pflichtete ihm mit einem Nicken bei. Aldris geht es bedeutend besser als Dravanor zur Zeit. Hier wäre es sicherlich denkbarer, der Mist einen entsprechenden Empfang zu bereiten. Denkbar ist vieles, Mal Shadar, auch, dass sie ihr Amt womöglich gar nicht so lange ausüben wird. Shadar stockte für einen Moment der Atem. Akif konnte davon nur wissen, wenn er über den Anker unterrichtet war. Ihr habt denjenigen, der euch das Angebot unserer Organisation unterbreitet hat, um ein Treffen mit einer Person gebeten, die euch weitere Auskünfte geben kann, Mael, bestätigte der Sharki im nächsten Moment seinen Verdacht. Ich habe mich daraufhin bereit erklärt, euch die Sicherheit anzubieten, die ihr verständlicherweise wünscht. Solltet ihr bereit sein, in unserem Sinn zu agieren, werde ich meinen Einfluss am Hof geltend machen, damit Kira Sanders die volle Unterstützung des Khalid erhält. Auch ihr als einer ihrer Berater werdet dadurch erneut zu Ansehen kommen. Sorgt dafür, dass sie überlebt, um ihr Versprechen, das sie mit dem Anker gegeben hat, einhalten zu können. Und ihr bleibt ihr Ratgeber länger als ein Jahr. Shadars Mund fühlte sich plötzlich sehr trocken an. Lehnte er ab, würde ihm der Hof die Reise mit Kira niemals verzeihen. Einige wohlplatzierte Worte von Akif und der Khalid würde, wie direkt nach seiner Rückkehr aus Andoran, erneut seinen Kopf fordern. Die einzige Rettung, auf die er dann hoffen konnte, war Kira und ihr diplomatisches Geschick. Tja, ob Shadar dieses Angebot annimmt oder nicht, das werde ich auch wieder nicht verraten. Ich weiß, ich möchte natürlich, dass die andere das Buch liest, das ist sicher. Elmarin ist euch aus Band 1 bekannt, einer der ersten, der sich um Kira überhaupt kümmert, als in der Welt ankommt. Barde Elmarin ist auch in Band 3 immer noch mit dabei und in Band 3 wird seine Rolle ein wenig größer, denn er nimmt es auf sich, Kiras Ideen und auch das, was Kira so tut, teilweise in Liedern zu verbreiten, um ihr Ansehen zu mehren. Kira ist das zunächst gar nicht recht, aber es hat auch seine Vorteile für Elmarin nicht unbedingt, denn er gerät damit auch so ein bisschen in die Schusslinie. Ich lese euch eine kleine Textstelle vor, die das einmal etwas deutlicher macht. Der Wirt winkte Elmarin begeistert herein, als dieser mit der Laute über der Schulter an der Pforte der Schenke erschien. Suchst du ein Zimmer? Eine Kammer kannst du umsonst haben, auch essen, wenn du meine Gäste unterhältst. Ein Zimmer brauche ich nicht, aber gegen etwas Trinkbares hätte ich nichts einzuwenden. Spielen werde ich gern.
Elmarin lächelte den Mann an, der sich daraufhin einen Weg durch die dicht stehenden Tische bahnte und ihm schließlich einen Platz zuwies. »Was trinkst du, Barde?« »Wein.« Elmarin setzte sich und legte die Laute auf einen zusätzlichen Stuhl neben den seinen. Der Schrankraum war nicht allzu voll, aber warm geheizt. Er würde das Saiteninstrument neu stimmen müssen. Daher griff er zuerst nach seiner Flöte und spielte eine gut bekannte Melodie. Die Gäste wandten sich ihm fröhlich zu und einige zusätzlich kamen von draußen herein. »Gut so, sie wollten etwas hören.« Als der letzte Ton verklang, stand bereits ein Becher Wein auf seinem Tisch. »Sehr gut. Wenn der Abend so läuft, wie ich es mir erhoffe, wird der Wirt mir keinen weiteren Becher spendieren müssen. Die Gäste würden sich darum kümmern, solange er sie gut genug unterhielt. Und genau das hatte er vor. Nach einem Tanz, dessen Melodie er ebenfalls der Flöte entlockte, griff er zu seiner Laute. Kurze Zeit später war der Schankraum prall gefüllt und die Gäste begannen, ihm Wünsche zuzurufen. Elmarin spielte zwei der gewünschten Lieder, dann endlich sprach jemand das aus, was er insgeheim ersehnt hatte. »Kennst du der dunklen Bannbarde?« Natürlich kannte er dieses Musikstück, das er selbst über Kira und die Angriffe der Dunklen auf Dravar gedichtet hatte. Wie immer verstummten die Menschen, sobald er über die Dunklen sang. Zwar vermied er es hier in der Taverne, vollkommen in den Strom der Melodie einzusteigen, doch die Worte fanden trotzdem Gehör. Die Dramatik ergab sich in diesem Lied nicht aus speziellen Effekten, sondern aus der Schilderung des Geschehens. Alle lauschten gebannt und applaudierten begeistert, als er endete. Elmarin ließ ihnen wenig Zeit, sich zu erholen. Seine Stimme riss die Anwesenden mit und sein eigener Enthusiasmus sprang auf sie über, als er den eingängigen Refrain »Entzündet die Fackeln in euren Herzen, tragt sie hinaus in die Welt« intonierte, ein Element aus Kiras Rede, das er als dessen Grundlage ausgewählt hatte. Elmarin spielte das Lied an diesem Abend noch dreimal, tatkräftig unterstützt von den Stimmen der Schenkenbesucher, die den Refrain lautstark mitsangen. Der Wirt war mehr als zufrieden, als Elmarin die Taverne bereits etwas unsicher auf den Beinen durch die weniger belagerte Hintertür verließ. Er hatte den Barden beschworen, jederzeit wiederzukommen und ihm ein reichlich mit Fleisch und Käse belegtes Brot für den Heimweg geradezu aufgedrängt. Es war ein ganzes Stück Weg bis zum Palast. Zwar machte die kalte Nachtluft seinen Kopf ein wenig klarer, trotzdem hätte er weniger trinken sollen. Nicht so leicht, wenn die meisten Gäste der Taverne damit wetteifern, einen Wein oder schlimmer gewürzten Honigwein zu spendieren. Die beiden Männer bemerkte er erst, als einer von ihnen neben ihn trat und seinen Arm ergriff. »Komm, Singvogel, wir wollen ein Lied!« Elmarin schüttelte die Hand des Mannes unwillig ab. »Für heute ist Schluss, morgen könnt ihr wieder fragen.« »Wir wollen aber jetzt ein Lied!« Der zweite Mann lallte schwer und stank nach der Art von Getränken, die Elmarin an diesem Abend abgelehnt hatte. Sein Griff jedoch war überraschend fest. Irgendwie passte das nicht richtig zusammen. »Los, sing was!« Ein Stoß traf Elmarin in den Rücken und ließ ihn zur Seite taumeln. Gerade als er sich gefangen hatte, krachte ihm die Faust des anderen in den Magen. Dann fegte ein Tritt seine Beine zur Seite. Er schaffte es gerade noch, die Hände nach vorn zu strecken, um nicht direkt mit dem Kopf auf das Pflaster zu schlagen. Die sind nicht betrunken. Elmarin rollte sich zur Seite, um einem weiteren Tritt auszuweichen. Verdammt, die Laute! Rasch schlüpfte er mit seinem Arm aus dem Trageriemen und gab seinem Instrument gerade in dem Moment einen Stoß, als ihn ein Stiefel in die Seite erwischte. Aufstehend krümmte er sich zusammen. Hoffentlich ist wenigstens das Instrument aus der Gefahrenzone heraus. »So, Singvogel, jetzt können wir Spaß haben«, erklang eine unangenehm nüchterne Stimme an seinem Ohr. Gleich darauf vernahm Elmarin das Schaben einer Klinge, die aus einer Scheide gezogen wurde. Ich gebe zu, es ist vielleicht ein bisschen gemein, die Lesung genau so zu beenden, mit so einem schönen Cliffhanger, aber vielleicht bringt euch das ja auf die Idee, die Bücher zu lesen. Also, ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Die drei Bände zusammen sind etwas mehr als 2000 Seiten. Da habt ihr eine Menge Spaß und auch eine Menge Spannung, Humor und Intrige zu lesen.